So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Sims 3 auf dem Kanal Gamers Club, der Club für Gamer. Mein Name ist Janik und ich begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder dabei seid und kriegt schon meine Anmoderation nicht mehr hin. So, nein, wir waren auf Full Speed, denn Erik hat noch gepennt und träumt von sauberen Laken. Erik hat Geburtstag? Gott, das passiert. Der ist doch schon. Wie alt ist der eigentlich jetzt? Junge Erwachsene, er wird erwachsen. Die Leute altern so schnell. Wie lange hat dann Saskia noch? Ach, die hat noch 6 Teile und er 5. Nein, 2. Oh Mann. Oh Mann. Leute, Leute, ich sag's euch, wenn die gestorben sind, dann sind sie gestorben. So, das Bett wird natürlich ordentlich gemacht, denn er ist ein ordentlicher Mensch. Warum er ist geborener Geschäftsmann, aber Lehrer ist, verstehe ich auch nicht. So, Outfit wechseln in Alltagskleidung. Heute machen wir mal den Tag für Erik. So, das heißt, wir gehen nach unten und wow, benutzen erst einmal die Toilette. So. Danach gehen wir duschen. Danach gehen wir Zähne putzen. Wie es gehört für einen ordentlichen Mann, putzt er sich jeden Morgen und jeden Abend die Zähne. Zumindest theoretisch. Zumindest theoretisch eher, weil ja, wir sind ja jetzt nicht ganz so akribisch. Er hat sich auch erleichtert. Danach kommt die Pizza von gestern Abend raus und wird gegessen. Ich würde gerne meinen Garten ein bisschen ausgestalten, aber irgendwie. Das Haus ist jetzt auch nicht so die Bombenriesen-Hausding, was auch immer. Ja, ihr wisst, was ich meine. Dieser Gartenaccessoires machen, bei mir kann eh nichts. Hallo? Erst wird die Pizza genossen und dann kannst du zur Arbeit gehen. Ach du Scheiße, dann du stehst auch schon auf. So, dann recyceln und recyceln. Finja steht auf und räumt erstmal auf. Genau. Danach geht's los und zwar zu Viva la Familia. Wir können nämlich ins Haus eindringen, das heißt, wir recyceln nicht mal. Nein. Hallo. Ey, was sind das für Harzer oder was hier? Kann man niemals in das Haus eindringen? Ich kann es ja mal offen versuchen. Klingeln. Beziehungsweise ich kann den Müll untersuchen oder die Post untersuchen. Wenn das nicht klappt, dann kann ich ja immer noch klingeln. Und alle umbringen. Mit ein bisschen Cheaten geht alles. Dann versenken wir die im Pool. Oder so. Ja, ich will doch auch nur töten. Nein, eigentlich will ich nur an die Beweise. Yeah. Erik ist zu spät zur Arbeit gekommen. Klingelingeling. Klingelingeling. Hier kommt der Weihnachtsmann. Klingelingeling. Alter, das gibt's doch nicht, oder? Dann durchwühle ich halt den blöden Mülleimer. Ist doch mir scheißegal. Nehme ich hier reinlassen hier. Kann doch nicht wahr sein, oder? So. Ich weiß leider nicht, welche, wenn da immer einer da ist und ich deswegen das nicht machen kann, ist halt schon scheiße. Post auf Hinweise untersuchen. Ja, tust du das jetzt mal? Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich müssen die echt, dürfen die echt nicht da sein. Aber ganz ehrlich, wie kann ich denn das bitte feststellen? Kann ich da nicht irgendwie klingeln? Alter. Irgendwie Groupies oder so hinschicken oder irgendwas. Wir kennen dich nicht, bitte geh. Meine Fresse, heisch. Haushaltüberwachung. 24 Stunden Observation. Nicht umsonst hat sie die Kamera. So. Er macht die Kollegen wahnsinnig.
So, und währenddessen spulen wir einfach mal vor. Also, währenddessen spulen wir einfach mal vor. Die Zeit vergeht und es kommt niemand aus dem Haus. Gar niemand. Kein Lebenszeichen. Nichts. Finja kocht. Joa. Das ist nicht schlecht. Irgendwas muss man ja tun als Detektiv. Da habe ich mal einen rumhuschen sehen. Okay. Verlässt er jetzt das Haus? Okay, er verlässt jetzt das Haus, oder wie? Um was zum Geier macht er jetzt? Also mich verarschen. Also sie kann doch mal. Kann man da nicht irgendwie. Da gibt's doch. Da gab's doch mal. Ey, der ist jetzt nicht ernsthaft einmal außen rumgegangen. Wieso nicht? Wieso habt ihr Respekt? Ich meine, ich kann in den Pool rumplanschen. Ich kann hier nichts tun. Ich kann echt. Ich kann hier öffnen. Ich kann sagen. Nochmal öffnen. Vielleicht. Nein, da gibt's. Doch, da gibt's einen Zugang. Ein Haus eindringen. Ja, weißt du, aber. Ich kann durch kein Fenster schauen, weil normalerweise würde das auch gehen. Also keine Möglichkeit. Wie soll ich denn den Job ausführen? Ich wusste ja nicht, dass das RTL-Darsteller sind. Wer soll denn da draufkommen, bitte? Wer soll da draufkommen? Kann mir das jemand mal erzählen? Okay, das Auto ist weg. Jetzt da. Ist doch. Komm. Das Auto ist weg. Kann man. Ist da immer noch jemand da oder was? Wir werden es gleich herausfinden. Ist schon krankhaft, wie man die Häuser stalken muss, oder? Ich glaube, ich habe jetzt fast 10 Minuten nichts anderes gemacht. Es ist niemand zu Hause. Ja, warum kann ich dann hier nicht? Warum geht das nicht? Das ist eigentlich der Allerheiligen-Cheat. Okay. Nein. Ey, kannst du. Ich hab doch das Objekt. Oh. Ich glaube, ich habe die Welt jetzt kaputt gemacht. Weißt du, aber das juckt mich schon. Das juckt mich schon. Ich kann hier nichts machen. Warum? Irgendwas stimmt doch hier mit dem Spiel nicht, oder? Die Aufzüge backen alle rum. Ich mache irgendwelche Objekte kaputt. Früher dachte ich einfach, das wäre einfacher. Früher war es auch mal einfacher. Ich glaube echt, dass der Spielstand im Arsch ist. Aber dann bliebe uns immer noch eine Möglichkeit. Und zwar könnten wir. Wo ist es denn? Wir könnten die Stadt bearbeiten. Das würde gehen. Dann ziehen die Sims einmal aus. Wir speichern deren Haushalt plus Haus und pflanzen das dann einfach wieder im anderen Bridgeport hin oder so. Boah, Gott. Aber. Puh, puh, puh. Ich weiß noch nicht, was ich davon alles machen werde. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen und die Stadt bearbeiten. Keine Ahnung, man kann ja mal das Stadtbearbeitungsmenü ein bisschen demonstrieren und ich habe gerade auch selber keinen Plan, was ich machen will. So. Ja, also, wie gesagt, den Haushalt.
Können wir da nicht das Haus bearbeiten? Die Bibliothek. Zu diesem Haushalt wechseln. Ja. 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 Wir bauen jetzt einfach dieses blöde Teil neu hin. Nachdem ich es kaputt gemacht habe. Und den Haushalt brauche ich auch nochmal. Weil wegen, ich weiß auch nicht. Vielleicht bringt es ja sogar was. Keine Ahnung. Ich bin gerade echt. Puh, was muss ich denn machen, damit hier irgendeine Scheiße funktioniert? Ich töte meinen Haushalt und keine Ahnung und fackel alles ab. Okay. Nein. Kaufmodus. Wie waren das da? Wow, das war wahrscheinlich unter Zäune, unter Tore. Late Night, Late Night, Late Night. Das bauen wir einfach nochmal hin. Ja, der hat ja gar kein Geld oder so. Nein. Okay. Jetzt. Erster Blick. Er hat einen Job. Sie hat einen Job. Sie hat einen Job. Und sie hat... und er hat einen Job, Entschuldigung. Ja, wir blenden erstmal die Wände ein, weil irgendwie muss das sein. So. Okay. Ich schaue mir das jetzt alles mal so ein bisschen an. Ich hätte ja eigentlich für die eigene Familie gerne was gehabt. Das heißt, wir könnten eigentlich mit einer neuen Familie komplett anfangen. Irgendwie ist es ja so, die vorgefertigten Familien spielt man ja eigentlich nicht wirklich. Eigentlich. Ja, aber im Fernseher laufen lassen, ne? Man hat's ja. Was macht die? Sie besucht eine Vorstellung. Stillstand. Ja. Sie sollte sich drum kümmern. Ah, da scheint ein Abschlussball zu sein. Irgendwie. Wo ist die? Die hockt einfach rum. Mondschein. Und er pennt danach auf der Bank. Dann macht er Hausaufgaben. Gott, echt. Sinsanin lässt man besser nicht alleine. Sie geht jetzt mal nach Hause, weil ich das so festgelegt habe. Oh. Die Abschlussfeier ist einfach fantastisch. Ja, wir haben es langsam verstanden. Wir spielen jetzt eine vorgefertigte Familie. Das ist mir auch noch nie passiert. Normalerweise spiele ich immer meine eigenen. Also ich... Normalerweise habe ich keine vorgefertigten Familien. Normalerweise funktionieren auch gewisse Dinge in Sims noch. Was? Ach, er wird zum Werwolf, oder? Nein, er wird älter? Wird er älter oder? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Er ist nun ein reifer und verantwortungsbewusster Erwachsener. Naja, wenigstens meistens. Er sollte sich langsam Gedanken über seine Karriere und Familienplanung machen. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist so viel. Ich kenne diese Familie nicht. Midlife Crisis mit dem jungen Erwachsenenalter. Kenne ich jetzt nicht so, ne? Warum? Ach so, wir haben keinen Grill und keine Mikrowelle. Wie sind deine Skills verteilt? Du verstehst nichts vom Kochen. Gut, Kai. Na. Er hat sich nur seine Mitleidscrisis, ja. Ich krieg hier auch gleich Mitleid. Oh Gott, ich verstehe einfach gar nichts von dieser Familie. Nein. So, was ist denn das für eine... Ja, okay, es sind Stars, die haben immer eine offene Einrichtung. Ja, also wenn ich ein Haus designen würde, würde ich es niemals... Warum? Warum? Was
hat das für einen Sinn? Wenn ich mir einen Kacken einmal links, einmal rechts zuschauen kann. Warum? Ich verstehe. Oh, aber das ist cool. Ich verstehe es trotzdem nicht. Zu viele Sims, ja, ich krieg hier auch die Krise. Es sind mir auch zu viele Sims. Es sind 4 Stück in einem Haushalt. Würde ich gleich mal anmelden im Internat. Das kannst du ja nicht lassen. Das ist schlimm hier. So. Er fährt her. Sie spielt Klavier. Wie gut spielt denn die eigentlich? Anscheinend gar nicht mal so schlecht. Sie kriegt ja Geld. Hä, was? Was geht ab? Wie viele Jugendlichen habe ich eigentlich? Hallo? Hallo? Hä, wo ist meine Maus? Hallo? Maus? Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Er ist einfach ein Nichtsnutz. Ihr geht's beschissen. Auf was warteten Sie jetzt schon wieder? Aufräumen. Da müssen wir nochmal üben. Irgendwie scheint sie mir auch ein bisschen zu. Keine Ahnung. Ich versuche noch mit dem Haushalt klarzukommen. Das ist echt eine Stresssituation. Naja, ob wir mit diesem Haushalt weiterspielen oder nicht. Was wir mit diesem Haushalt anstellen werden, das machen wir alles in der nächsten Folge von Let's Play Die Sims aus. Bis dahin sage ich ciao und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt.